Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video geht es um den zweiten Teil für die Sommer-Challenge. Wie du merkst, das Ganze ist etwas umfangreicher, warum ich es auf mehrere Teile aufgeteilt habe. Es geht einfach darum, dass ich euch gerne Tools an die Hand geben möchte, die auch etwas schwieriger sind. Es ist nicht dieses typische, ich gebe euch ein Standardprogramm vor, ich mache ein Trainingsprogramm und das funktioniert für alle. Ich möchte für die vielen Menschen, die da mitmachen, so nah an ein Personal Training pro Person kommen, wie es nur irgendwie geht. Darum wird es auch ein bisschen Eigenverantwortung für euch brauchen, um wirklich gut durch dieses Programm zu kommen. Ich werde euch alle Tools geben, aber wie gesagt, etwas Eigenverantwortung ist dabei. In diesem Video soll es darum gehen, was ich von euch brauche, und es soll auch darum gehen, wie wir die Ernährung steuern, weil es ist natürlich die zweite große Säule. Ihr wisst, im ersten Video ging es ums Training selber. Jetzt sprechen wir um die zweite Säule, um die Ernährung. Gut, aber erstmal geht es darum, was ich von euch brauche, was viel, viel wichtiger ist, weil ich werde euch sämtliche Tools an die Hand geben, die ihr braucht, aber ihr müsst sie selber umsetzen und ich brauche ein Commitment von euch. Wir beginnen im Januar und ich habe gesagt, wir enden frühestens im Mai, eventuell sogar im Juni. Das heißt, wir haben einen ziemlich langen Zeitpunkt, wir haben ein halbes Jahr zusammen eventuell, wenn ihr es schafft, indem wir wirklich was erreichen wollen. Was ich euch garantiere ist, ihr werdet nach diesem halben Jahr im Spiegel etwas sehen, was ihr so in dieser Form entweder lange nicht mehr gesehen habt oder für sehr viele noch nie gesehen habt. Aber dafür brauche ich, wie gesagt, ein Commitment von euch. Ich brauche das Commitment, dass ihr das durchzieht. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr euch das am Anfang wirklich überlegt, ob ihr das wollt. Das hier ist kein Huschi-Huschi-Programm mit ein bisschen Rumgehüpfe und Hauptsache, ich kriege möglichst viel Geld aus euch raus. Nein, mir geht es darum, dass ich, wie gesagt, euch etwas an die Hand gebe, was effektiv ist, aber was auch nicht das Einfachste ist. Es gibt keine Ausreden. Jeder kann mitmachen und es gibt auch immer zwischendurch mit Sicherheit mal in einem halben Jahr Zeitpunkte, warum ihr nicht weitermachen könnt oder eine Pause braucht. Alles in Ordnung. Aber ich möchte, dass ihr euch dazu committet, dass ihr sagt, ich verstehe das, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit und wenn ich damit anfange, dann mache ich das auch zu Ende. Weil ich weiß, dass sehr, sehr viele, bin ein Personal Trainer seit 30 Jahren, ich weiß, dass sehr, sehr viele sich etwas vornehmen, etwas anfangen, aber dann kommt der Schmetterling und weg sind sie. Überlegt euch das, möchtet ihr das? Möchtet ihr wirklich etwas erreichen, was ihr so noch nie erreicht habt? Möchtet ihr diese Figur haben, von der ihr schon immer träumt? Jetzt habt ihr die Möglichkeit. Auch wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr wisst, er oder sie möchte das gerne, dann ladet sie jetzt noch ein. Das ist wichtig. Bringt sie her, zeigt ihr die Videos und auch diese Person soll sich überlegen, ob ihr das wirklich wollt. Weil es wird nicht ganz einfach, das sage ich auch direkt. Das wird kein Gruppenkuscheln. Es ist für jeden machbar, aber wie gesagt, es wird kein Gruppenkuscheln. Ich möchte von euch wirklich wissen, das ist das, was ich verlange, weil ich bekomme kein Geld, ich verdiene an der ganzen Sache nichts. Das Einzige, was ich von euch verlange, ist Respekt für das, was ich euch gebe. Und das ist 30 Jahre Erfahrung. Das ist Erfahrung mit Profisportlern. Das ist, dass ich euch Tools schenke, die normalerweise einfach richtig Geld kosten. So, ich weiß bisher, dass ein paar hundert Leute mitmachen. Man kann sagen, pro Monat kriege ich ungefähr 600 Euro, rechnet es euch aus. Das schenke ich euch. Dafür, wie gesagt, möchte ich nur den Respekt haben, dass ihr sagt, diesmal mache ich es, ich pack's. Dann werde ich alles tun und glaubt mir, ich brenne dafür, dass du, dass ihr alle erfolgreich werdet. Aber das könnt ihr euch gerne überlegen. Wollt ihr das nicht? Gut, ein paar harte Worte, seid mir nicht böse, aber auch während dieser Challenge, ich möchte gerne Feedback von euch haben. Ich bin jemand, ich muss offen sprechen. Das wisst ihr von meinen anderen Videos. Auch da sage ich manchmal Dinge, die vielleicht nicht jeder gerne hören möchte, aber ich bin einfach so. Gut. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Thema, zum etwas einfacheren Thema, und zwar zur Ernährung. Ihr wisst, mein Steckenpferd ist immer der Bereich Low Carb. Das heißt Low Carb, Keto bis hin zu Carnivore. Das ist mein Steckenpferd. Ich würde mich natürlich freuen, wenn möglichst viele sagen, das ist die Ernährung, die ich wähle. Aber ich weiß, dass nicht jeder das möchte, nicht jeder das kann, nicht jeder das will. Und bei mir ist es so, ich habe genug Leute, mit denen ich trainiere, die mit Kohlenhydraten arbeiten. Und ich werde euch diese beiden Möglichkeiten auch geben. Ich werde euch eine ketogene, Schrägstrich-Karnivore-Ernährung an die Hand geben. Und ich werde euch eine
westliche Ernährung an die Hand geben mit Kohlenhydraten. Beides gebe ich euch. Ich sage euch, wie ihr eure Kalorien ausrechnet. Ich sage euch, wie ihr eure Makros ausrechnet. Ich kaue euch alles so weit vor, wie es geht. Ich kann natürlich nicht für jeden das Programm einzeln erstellen. Ich werde euch Beispielmenüs ergeben. Ich werde euch alles geben, an die Hand geben, was ihr brauchen könnt und was ihr braucht, um erfolgreich zu sein. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr werdet ein bisschen rechnen müssen und ihr werdet ein bisschen darauf achten müssen. Schon mal direkt zum Vorhinein. Wenn wir zum Ende dieses Programmes gehen, also im Mai, wird es mit Sicherheit sein, der Mai bis Juni, habe ich schon mal gesagt, wird der heftigste Monat. Und in diesem Monat werde ich bestimmt die Kohlenhydrate runterfahren. Das hat nichts mit Keto zu tun, das hat mit gar nichts zu tun. Das ist einfach normal. Da geht es mir drum, da wollen wir den letzten Cut machen. Und da wird auch am meisten passieren. Es wird die ganze Zeit etwas passieren und es wird auch sichtbar passieren. Aber glaubt mir, wenn ihr diese 5 Monate durchhaltet, bis wir den 6. Monat starten können, und ihr den durchzieht, dann schaut ihr in den Spiegel und ihr werdet euch fragen, du, ich habe dich noch nie gesehen, wo kommst du denn her? Glaubt mir das, das wird funktionieren. Aber dafür committen und probieren. Gut, ich hoffe, ich habe euch jetzt keine Angst gemacht, weil es ist natürlich so, ich habe auch gleich gesagt, ich verlange was von euch, dafür gebe ich euch viel. Aber es kann trotzdem jeder mitmachen. Ich brauche keinen Profisportler, ich brauche keinen Athleten, der 40 Jahre Erfahrung hat. Darum geht es gar nicht. Es kann jeder mitmachen. Auch jeder Einsteiger kann mitmachen. Das Einzige, was natürlich sein wird, es wird schon anstrengend sein. Vom Training her ist das Minimum, was ihr trainieren solltet, 3-mal die Woche. Ja, das ist das Minimum. Optimal sind 4-mal die Woche. Ihr könnt aber auch 5-mal oder 6-mal trainieren. Das ist kein Problem. Aber das Minimum ist 3-mal die Woche und so ein Training wird eine Stunde dauern. Also 3 Stunden die Woche Training braucht ihr. Ihr braucht die Ernährung. Das heißt, ihr müsst euch damit ein bisschen auseinandersetzen. Ihr müsst ein bisschen eure Programme ausrechnen. Das sind halt Tools, die ich nicht für jeden Einzelnen machen kann, aber ich werde euch alles an die Hand geben. Wenn wir diese Sachen kombinieren, haben wir ein Paket. Wie gesagt, was ich so denke, was jemand in der Form auch noch nie umsonst weggegeben hat. Was aber auch absolut okay ist, weil mir geht es um was anderes. Ich möchte gerne einmal erleben, dass so viele Menschen gleichzeitig erfolgreich sind. Mein Rekord in so einem Projekt sind 500 Leute. Die haben damals auch alle etwas gezahlt. Egal, ganz andere Sache. Hier möchte ich das umsonst, weil ihr habt mich gefragt, warum ich das mache. Ganz einfach, ich möchte etwas zurückgeben. Das klingt für viele jetzt etwas auf die Tränendrüse gedrückt, ist aber wirklich so. Wir leben in einer Zeit, wo einfach nur noch viel zu viel Hass unter den Menschen ist. Ellbogengesellschaft, wir haben momentan 2 Kriege laufen, die beide für mich, Entschuldigung, ich will mich eigentlich nicht politisch äußern, aber beide schwachsinnig sind, weil jeder Krieg für mich einfach Schwachsinn ist. Egal, womit der angefangen hat, egal, wer der Böse ist, ist mir total egal. Menschen töten sich gegenseitig und hassen sich gegenseitig. Und das hat ja mit Corona schon angefangen. Jetzt rede ich doch wieder über Politik. Aber sorry, muss ich einmal ganz kurz. In Corona schon angefangen. Du bist geimpft, du bist nicht geimpft. Ich hasse dich, weil du geimpft bist. Ich hasse dich, weil du nicht geimpft bist. Ich hasse das und egal. Ich möchte gerne, dass wir zusammen als Gemeinschaft etwas erleben, und zwar etwas Schönes erleben. Dass wir zusammen etwas erreichen und zusammen am Schluss da stehen und sagen, geil, das haben wir geschafft. Und ich denke, dieses Gefühl ist etwas Schönes und das möchte ich gerne zurückgeben und darum mache ich das Ganze. Gut, falls ihr Fragen habt, gerne hier drunter schreiben. Es ist ganz, ganz wichtig. Ich werde bestimmt noch ein drittes Video machen mit noch ein paar Inhalten, die noch dazu kommen. Und dann geht es im Januar los. Die Sportgeräte, falls noch jemand eine Frage hat, schreibt mich am besten persönlich an. Weil wenn ich das Sportgerät reinkopiere und ihr kopiert den Link raus, kopiert ihr immer meinen Namen mit raus, Doppelpunkt und dann das. Und das müsstet ihr halt rausschneiden. Ist im ersten Video, ist das Sportgerät verlinkt. Ihr könnt euch gerne ein anderes holen. Wie gesagt, achtet nur darauf, dass es die Modifikationen hat, die ich hatte. Und achtet auch ein bisschen darauf, welches Material das ist. Weil es gibt diese teurer, okay, aber für den Preis gibt es wenige aus einem vernünftigen Gummi. Und ich möchte nicht, dass euch die Dinger irgendwie reißen während dem Training, weil werden sie viel benutzen. Ja. Gut, ich will das Video nicht zu lang werden lassen. Ich hoffe, ihr habt alle Bock. Ich hoffe, ich habe keinen verunsichert. Ich hoffe, ihr macht alle mit. Falls ihr, wie gesagt, jemanden kennt, der noch Bock dazu hat, falls ihr jemanden kennt, den ihr gerne für nächstes Jahr schenken möchtet, dass er seinen Körper endlich mal ändert, dass er richtig mal rauskommt aus seinem Schneckenhaus, dass sie, er, egal, es, wie auch immer, was man heute so sagt, wirklich mal was erreicht, dann ladet die Person ein. Bringt sie her,
sagt ihr, was sie gucken muss. Es sind bis jetzt 2 Videos, dritte kommt. Und zwischen dem 5. und 10. Januar beginnen wir. Ich muss noch einige Sachen vorbereiten. Ich muss relativ viel vorbereiten, damit das nahtlos läuft. Ich habe das in der Größe, wie ich hoffe, das wird auch noch nicht gemacht. Aber das wird richtig geil. Also ich habe da total Bock zu. Und wenn ihr brennt, ich brenne sowieso. Also bei mir müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich brenne jetzt schon und sobald die Sonne rauskommt und wir anfangen auch mal ein bisschen kürzere Sachen tragen zu können, dann geht es sowieso richtig los. Also egal, ob ihr Anfänger seid, ob ihr fortgeschritten seid, ob ihr Profi seid, egal was, es funktioniert für jeden und wir werden richtig Gas geben. Gut, dann ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.